Bälle gibt es viele in der Wiener Ballsaison, sage und schreibe mehr als 450 unterschiedliche. Also muss man sich natürlich von den anderen abheben. Klar, das Ambiente und die Kulisse der Wiener Hofburg lässt wohl jede Nacht zu einem einzigartigen Ereignis werden, aber die Gäste sind anspruchsvoll. Also organisiert man starke Acts, setzt neue tolle Ideen um und hat den Mut, sich ständig zu verbessern. Dazu braucht man natürlich auch ein unterstützungskräftiges Team an Sponsoren, denen die Pracht und Abwechslung einer solchen Veranstaltung auch am Herzen liegt. Ich glaube, dass überhaupt einmal das Ballkonzept, nämlich dass Sponsoren den Ball ermöglichen und dass dadurch es möglich wird, dass die Eintrittskarten sehr günstig sind, damit für sehr viele junge Leute oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Eintritt möglich wird, eine tolle Geschichte ist. So etwas wie den Immobilienball in diesem Ambiente, mit dieser Musik und diesen Gästen, das ist einmalig, das muss Vergnügen sein. Also ich finde, der Immobilienball ist deshalb genial, weil er alle, die in dieser Branche arbeiten, verbindet. Also vom kleinen Hausverwalter bis zum großen Hausverwalter, vom kleinen Bauträger bis zum großen Bauträger, vom kleinen Makler bis zum großen Makler. Es sind alle da und alle haben Spaß. Und so fand man jedes Jahr etwas Neues, um noch mehr zu bieten. Hat man zu viel getanzt und die Füße tun weh? Kein Problem, eine beherzte Fußmassage bringt Abhilfe. Genug von Champagner und Wein? Überhaupt kein Thema, die Whisky-Bar oder meine Cosmopolitan-Bar warten schon auf Sie. Der letzte zünftige Neuzugang war übrigens ein Heurigen. Also wie man sieht, es gibt schier nichts, was der Ball nicht zu bieten hat. Aber natürlich so etwas wie die Whisky-Lounge oder Cosmopolitan-Lounge, ja, werden wir gerne ausprobieren überhaupt. Ich glaube, die Fußmassage für die Damen, das so wird ein Thema. So wie die Disco, die dann zu späterer Stunde genau. Immer wieder ein charmanter Beitrag ist, wo man dann die Herrschaften, die hier oben hier sehr steif sind, unten dann doch etwas lockerer das Tanzspiel schwingen werden. Der Abend bietet so viele Möglichkeiten, aber am Ende des Tages mit ein bisschen Schwung, Spaß haben, ist immer ein guter Plan. Und ich erinnere mich an Zeiten vor vielen Jahren, als ich hier war, ganz zu Beginn des Balls. Da war es nicht so gefüllt, da gab es keinen Heurigen, nicht so viele Räume, die bespielt wurden. Das hat sich sehr geändert, der Ball ist voll, der Ball ist sehr rasch immer ausverkauft. Neigt sich der Ball dem Ende zu, wird eins immer voller, die mittlerweile legendäre Willhaben-Disco, die sich im letzten Jahr auch noch in einen Disco-Tempel verwandelt hat. 10, 11 geht es dann los unten und es ist, da wird einfach bis in die frühen Morgenstunden getanzt und man hat dort sehr, sehr viel Spaß und wir freuen uns, dass wir da über Jahre hinweg schon mit diesem Sponsoring und mit dieser Unterstützung des Balls dabei sind und ich freue mich auch schon wieder. Neben all dem Vergnügen hat der Ball auf eines schon immer ganz besonders viel Wert gelegt, den Charity-Aspekt. Es ist wunderbar, wenn man das, wie ich schon vorher gesagt habe, das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden kann und dann dient es auch zum Schluss noch einem guten Zweck.